Metal oder? Und ein herzliches Willkommen bei Rudi 1510. Ja, in den Kommentaren unter den letzten Videos habe ich mir oftmals den Vorwurf anhören dürfen, dass ich zu hart mit Rainer ins Gericht gehen würde und ihn dementsprechend auch mobben würde. Erst habe ich diese Vorwürfe natürlich als Unsinn abgetan, aber dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich doch zu subjektiv in vielen Videos an Rainer rangegangen bin. Und dementsprechend habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, jetzt einmal objektiv unterschiedliche Clips zusammenzuschneiden, dass sich jeder selbst seine Meinung zu Rainer bilden kann. Der Titel des Videos ist in Anlehnung an ein anderes Video entstanden, das ungefähr 300.000 Aufrufe hat und sich Rainers sympathische Seite nennt. In diesem Zusammenschnitt geht es nicht unbedingt um Rainers sympathische Seite, sondern um Rainers wahre Seite. Ich werde jetzt dieses Video auch nicht groß kommentieren, um diesen objektiven Anspruch auch zu halten. Damit sage ich Mädel off und ihr könnt euch in Ruhe Rainers wahre oder sympathische Seite zu Gemüte führen. Ja, meine Mutter ist auch nicht mehr da und jetzt mein Dad so krank. Ich kann gar nicht beschreiben, was ich alles fühle. Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde starten? Meine Eltern, meine Mutter, mein Vater ist tot. Meine Mutter ist eine dumme Schlampe, die irgendwo anders rumrennt und mir auf den Skin. Und ich bin ein Mensch, der nie bereut. Halte dich halt mal da fest, du Affennägel, ey! Jetzt müssen wir OG laut, Nigger. Oh, Nigger, alle! Man, pass mal auf die Straße auf, Nigger. Really? Nigger? Ich bin ein Mensch, der nie bereut. Meine Mutter ist eine dumme Schlampe, die irgendwo anders rumrennt und mir auf den Skin. Ich bin ein Mensch, der nie bereut. Ich sagte, so entstehen Könige und Königinnen. Die müssen vorher mit mir in die Kiste springen. Stimmt. Sie darf gerne meinen Joystick verwenden. Ja, Drache, jetzt hab ich meinen eigenen Joystick dann. Heute haben wir erfolgreich bestellt. Ey, das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Meinen hättest du umsonst haben können. Und das ist übrigens keine verstellte Stimme gewesen, gell? Also, das war meine Respekt. Originalstimme. Ja, Drache, gib mir noch ein bisschen Zeit. Bist du gerade gekommen? Nö. Dafür fehlt mir zu viel Eisen. Ich bin ein Mensch, der nie bereut. Gott segne dich, mein Sohn. Ja, nachdem ich ihn in den Arsch gefickt habe, segne ich ihn, Alter. Gott kommt zu mir und will von mir gesegnet werden und nicht andersrum. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt. Magst du mit mir dann zusammen mal was zocken? Ich zocke für gewöhnlich nicht mit den Leuten. Ich bin ein Was kriege ich denn Pudding. dafür? Was willst du denn dafür? Ein Höschen. Nee, mit dem Höschen kann ich nichts anfangen. Ich hätte lieber den Inhalt des Höschens. Und ich meine damit jetzt nicht reingepullert oder sonst was. Sondern ich will das, was darin normalerweise verpackt ist. Tja, Leute, langsam wird's eng. Ich habe noch immer keine Versandbestätigung bekommen. Steckt mir drin. Der ist eng. Wer Haha. steckt rot drin? Ich hoffe nicht bald in Simone. Die Real-Life-Welt. Muss ja nun mal nicht in einem Videospiel, in dem du jemanden abmurksen kannst, der dir auf den Sack geht. Ich bin da. Lebe. Oh ja, dann kannst du mir das hinblubbern. Natürlich. Na, ein bisschen höflicher Drache. Ein bisschen mehr. Okay, dann kannst du mir noch einen blasen. Bitte. Ich habe keine Schwangere sexuell belästigt. Leute. Ganz ehrlich. Ihr geht mir mit eurem Kindergarten echt auf den Sack. Ich belästige niemanden. Ich bin da. Lebe. Oh ja, dann kannst du mir das hinblubbern. Ich habe keine Schwangere sexuell belästigt. Leute. Ganz ehrlich. Ihr geht mir mit eurem Kindergarten echt auf den Sack. Ich belästige niemanden. Ich sagte, so entstehen Könige und Königinnen. Die müssen vorher mit mir in die Kiste springen. Hitler ist das beste Beispiel dafür. Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen. Er hat sogar das Leid von anderen noch verursacht und hat seinen ganzen Hass, seine ganze Aggression auf eine einzige Gruppe geschoben. Und zwar auf die Juden. Jetzt sind es nicht mehr die Juden, jetzt bin's ich. Ich bin ein Mensch, der nie bereut. Jetzt sind es nicht mehr die Juden, jetzt bin's ich. Dazu kommt, dass ich mich mein Leben lang gegen Rassismus, Nationalsozialismus, gegen jegliche Art von Ungerechtigkeiten gestellt habe und mein Leben lang versucht habe, anderen Menschen zu helfen. Mahmoud, halt's Maul! Du kommst hier ins Land und reißt die Fresse auf, um mein Ding matt markieren zu können. Geh in den Dönerladen zurück und halt die Fresse!
Dazu kommt, dass ich mich mein Leben lang gegen Rassismus, Nationalsozialismus, gegen jegliche Art von Ungerechtigkeiten gestellt habe und mein Leben lang versucht habe, anderen Menschen zu helfen. Pissen die sich immer? Ähnlich über die Hater. Haust du einem Hater auf die Fresse, hauen sie alle ab. Jetzt sind wir Schiss kriegen, die Feiglinger. Dazu kommt, dass ich mich mein Leben lang gegen Rassismus, Nationalsozialismus, gegen jegliche Art von Ungerechtigkeiten gestellt habe und mein Leben lang versucht habe, anderen Menschen zu helfen. Ganz ehrlich, wenn ich wollte, würde das mit einem Finger schnipsen, könnte ich hier mindestens 30, 40 Skins aufmarschieren lassen. Aber was würde das nützen? Und ein Haufen, Ja, ich meine damit natürlich schon Nazis. Ich bin zwar keiner, aber ich kenne halt Leute, die das sind. Und davon sind halt ein paar ehemalige Kumpels dabei. Ich habe keinen Kontakt zu Nazis, ich habe Kontakt zu einigen Kumpels, die Nazis sind. Das ist ein Unterschied. Jesus, er hat dir nichts getan. Wenn es wirklich Gott und Jesus gibt, sind sie beide riesige Arschlöcher. Gotteslästerer, mir scheißegal, Gott ist ein Wichser. Gott ist ein fieses Kind mit einem Brennglas auf einem Ameisenhaufen und ich bin die Ameise. Ja, Mann, vor einer Stunde. Ja, und weiter. Ja, ich meine. Da ist gerade Amoklauf. Versteht mich nicht falsch, aber was interessiert mich das? Was kümmert mich das? Da sterben gerade viele Menschen vielleicht. Na und? So. Na und? Bei mir ist jeden Tag Amoklauf gefüllt. Ja, aber du kannst einen Alter, Menschen nicht mit hast du eine Ahnung? Hast du eine Ahnung? Doch, kann ich. Hast du eine Ahnung, wie oft ich am liebsten welche Container Ja, Arschloch. Hast du eine Ahnung, wie oft ich diese Wichser umbringen will? Hey, was war denn jetzt? Ey, ihr könnt mich mal, ganz ehrlich. Was interessiert mich, wo irgendwo ein Amoklauf ist? Es ist jeden Tag irgendwo ein Amoklauf. Ich bin ein Mensch, der nie bereut. Was kümmert mich das? Da sterben gerade viele Menschen vielleicht. Na und? So. Na und? Bei mir ist jeden Tag Amoklauf gefüllt. Dazu kommt, dass ich mich mein Leben lang gegen Rassismus, Nationalsozialismus, gegen jegliche Art von Ungerechtigkeiten gestellt habe und mein Leben lang versucht habe, anderen Menschen zu helfen. Das interessiert niemanden, weil irgendwo auf der Welt ist immer Amoklauf. Irgendwo sterben immer Leute. Muss ich mich jetzt um die ganze Welt kümmern oder was? Ich habe genug Probleme mit meinem eigenen Leben. So. Und jeder, der sich mit mir ein paar Minuten unterhält, wird merken, dass ich nicht besonders helle bin. Wird aber merken, dass ich ansonsten eigentlich ein guter Mensch bin. Und dass ich ansonsten eigentlich ein Mensch bin, der... naja, freundlich ist und versucht, sich mit anderen Menschen zu verstehen, auch wenn man manchmal vielleicht lieber nichts sagen sollte. Pissen die sich immer? Ähnlich über die Hater. Haust du einem Hater auf die Fresse, hauen sie alle ab. Jetzt sind wir Schiss kriegen, die Feiglinger. Ich bin da. Webel. Oh ja, dann kannst du mir das hinblubbern.